Ich bin der Urs, der zweite Gitarrist. Ich bin der Micha und ich sitze im Drumset. Ich bin der Marco und der zweite Gitarrist. Ich bin der Dave, ich bin der, der den Bass gewählt und zwischendurch noch ins Mikrofon tönt. Und wir zusammen, wir vier sind Sunroof. Automechaniker? Ja. Das ist noch ein. Wie ist es zum Bandnamen gekommen? Wir haben ewig gesucht nach einem Bandnamen, das kommt wahrscheinlich alle Bands ein bisschen so. Und wir haben etwas gesucht, das zu unserem Sound passt. Das, das Heitere und das. Ja, helfen wir. So das die Sonne reinlassen und einfach das offen. Und dann. Bin ich an einer Autoausstellung und dann ist mir spontan Sunroof in den Sinn gekommen. Und dann habe ich das vorgeschlagen und somit haben wir Sunroof geheissen. Ja. Foo Fighters? Nein! Mein grosser Vorbild da. Ist der Dave. Nein. Weisst mein Einfluss. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube, das Interessante bei uns ist, dass wir keine... Wir können nicht sagen, wer konkret... unser Vorbild oder wer für unseren Sound vielleicht irgendwie das grösste Vorbild oder den grössten Einfluss hat, sondern wir kommen aus so vielen verschiedenen Bereichen. Ich mag extrem gut, ist es noch für euch das zu sagen, im Interview? Grönemeyer finde ich super cool. Ja! Und naja, wir haben wirklich einen Teil von der Band, wirklich also den 80er Rock und das melodiöse Pop-Rock, die melodiöse Pop-Rock-Geschichte. Ein anderer Teil mehr wirklich so das Rauchen. Und wir ergänzen uns, wir haben wirklich alle vier Einflüsse auf unseren Sound und das glaube das, was spannend macht, dass wir das Gesamte nachher wirklich zusammen erarbeiten und das gibt am Schluss wirklich den Sunroof-Sound. Aber eine Band ist glaube ich allen vier ein Vorbild, das ist glaube Switchfoot oder? Ja, Switchfoot, es gibt sicher einen grossen Teil ausgemacht, ja. Einfach super geil. Super geil Sound. Super geil Sound. Ja, eigentlich schon ein bisschen wie erwähnt, wir sind eigentlich alle vier beteiligt an diesen Songs. Es hat sicher jeder seine Stärke und seinen Part am Ganzen, aber ich glaube, die Ideen oder die Entstehung ist meistens ein bisschen über ein Stucki an der Gitarre, über mich, dann ein bisschen die Ergänzung durch Melodien und so weiter und dann kommt es im Bandraum und entwickelt sich wirklich zu viert. Also es ist wirklich, jeder Song ist ein Werk von uns vier und nicht eigentlich speziell von einem Songwriter. So, wir machen es dann schon zu viert. Oh, wie ist das? Wie ist das? Das war noch geil. Doch. Doch, das ja. Wir haben gar nichts erwartet. Keine Technik, also schlechte Technik, keine Leute. Ja. Und es hat dann beides einigermaßen gehabt und wir haben dort vorne abgeguckt. Das war noch geil. Doch. Ja. Ich muss auch sagen, wir haben lange drauf geplant. Wie lange haben wir drauf geplant? 3 Jahre? 2 Jahre? Ja, bis du mal etwas zustande kommst. Und das erste richtige Konzert, also, das wir organisiert haben, das war im Gallery zu Pratteln. Genau. Und das war dann also richtig geil. Das war eine riesen Nummer. Das war wirklich cool. Haben wir sehr fun gehabt. Ja. Aufs Open Air Biersfeld. Yes! Ja, ist ein Heimspiel, oder? Ja. Perfekt. Über die Strasse. Genau, packen zusammen einen Wägel im Fahren über und können wir spielen. Stimmt. Ja.
Mal den Amp aufdrehen. Genau. Dass wir nicht zu laut sind. Das freue ich mich sehr drauf. Mir reizt das Wetter. Ich hoffe, es schifft. Wir haben eine Steigerung von Sonnenlauf. Ja. Mehr Sonne kannst du nicht reinlassen.